Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Generation Zero. Ich hatte es schon angekündigt, dass ich das mal daddeln wollte, beziehungsweise euch so ein bisschen vorstellen wollte. Spiel habe ich es schon mal. Ich finde, es ist ein wirklich sehr gutes Spiel geworden. Zum Anfang, ist schon eine ganze Weile her, war es ja noch ziemlich buggy gewesen und die Story-Quests haben nicht mehr hingehauen und das Spiel ständig abgestürzt und hast du nicht gesehen. Jetzt, wo ich das letzte Woche mal gezockt hatte, lief es sehr flüssig am Satz und problemfrei tatsächlich. Und da dachte ich mir, ja, komm, wisst ihr was, machen wir ein kleines Gameplay draus. Mal, warum nicht? Solange die Zeit noch da ist, können wir hier Gameplays kloppen ohne Ende. Was machen wir hier und warum sind wir hier? Wir befinden uns hier in einer schwedischen Region. Ich weiß jetzt nicht, ob die fiktiv oder echt ist, kann ich euch nicht sagen. Hier nochmal kurz die Map gezeigt, ging gerade ziemlich schnell. Wir befinden uns hier gerade an dem äußersten Zippel. Hier ging es los. Hier sind wir mit unserem Boot gestrandet. Unser Boot wurde getroffen von keine Ahnung was. Wenn ihr natürlich den Trailer gesehen habt, beziehungsweise die Cutscene vorher, wird man ja schon sehen, dass es sich um Roboter handelt. Nur mal so. Gut, was machen wir hier? Wir kommen jetzt hier an und durchsuchen erstmal die erste Bude. Wir sammeln jetzt gerade erstmal so ein bisschen Informationen, was hier überhaupt abgeht. Oh, ist neu. Gut, ich wollte jetzt während der Frequenz nicht quatschen. Geil ist auch, was mir letztlich erst aufgefallen ist, es gibt ja endlich Charaktere und NPCs. Zum Anfang des Spiels gab es das noch nicht. Es gab keine Charaktere. Deswegen hatte ich mich letzte Woche auch ziemlich erschrocken gehabt, warum jetzt hier in diesem Haus auf einmal eine Leiche liegt, weil vorher gab es keine Charaktere, keine Personen, kein nichts. Zumindest soweit man es spielen konnte, bis es einfach hemmungslos abgestürzt ist. Muss mal schauen, er packt mir ständig alles, was ich aufsammle, in mein Radialmenü. Das kann ich bestimmt noch irgendwo ausschalten. Hier. Wartegeschwindigkeitsanpassung, Herzschlag. Da, automatisch anlegen, aufheben, sehr gut. Wir spielen auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Guerilla müsste das sein. Spitzt sich ganz gut runter. Man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also da passiert denn schon ordentlich was. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ein Fernglas anlegen, brauchen wir. Und was wirklich sehr interessant ist, an diesem Spiel selber, beziehungsweise an dem Publisher. Das ist von den gleichen Leuten, die auch Call of the Wild, ne, doch, The Hunter Call of the Wild gepublished haben oder produziert. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Die gleichen Leute. Und das macht es so interessant, dass sie jetzt von einer Jagdsimulation auf einen, ja, man kann es schon Shooter nennen, wechselt sind. Und das im Grunde im Laufe der Zeit echt gut gemacht haben. Kann man sich echt nicht drüber beschweren. Manchmal sieht man nur so ein paar so ein paar, wie nennt man denn das? Footsteps oder sowas. Also man erkennt halt, dass es von denen ist. Besonders wenn wir jetzt Jagdgewehre anlegen. Bevor wir jetzt hier einfach blind zocken, zeige ich euch natürlich gleich mal noch den einen oder anderen Kniff. Wenn ihr jetzt auch frisch angefangen habt und eine etwas stärkere Kniffe haben wollt, außer als die Möller EP, dann solltet ihr mal dieses blaue Gebäude hier im Auge behalten. Da kommt man aufs Dach. So, muss man ein bisschen hochjiggeln hier. Zack. Den hat es hier auch ein bisschen erwischt. Und dieses Vieh jetzt hier lang. Das ist der erste Roboter, den wir natürlich umballern müssen. Da wollen wir uns erstmal noch vor verkriechen. Hier habt ihr die erste mehr oder weniger bessere Waffe. Glaube 17 heißt es.
Ist natürlich eine. Ihr wisst natürlich, was das für eine Waffe sein soll. Ne? Klar. Natürlich wieder alles zensiert. Lizenzen und so kennt jeder. Dann habt ihr sofort eine Pistole mit 9 mm Munition. Hier haben wir die Punkt 32er. Das ist gar nicht so krass. Gerade auch da wir nur Hohlspitzmunition haben. Kaum Schaden. Beziehungsweise durchdringt es nahezu keine Panzerung. Und wenn ihr wirklich Schaden an den ersten Bots, die euch hier vor die Flinte laufen, im wahrsten Sinne des Wortes, trefft ihr nicht die Module, macht ihr auch keinen Schaden. Gut. Gehen wir mal dem erstmal nach. Können wir auch gleich mal gucken, ob der Sound hinhaut. Oder halt auch nicht. Ich hätte gerne die Glock angelegt, aber dafür fehlt mir noch die Munition. Machen wir doch gleich mal hier kurzes Mini-Tutorial. Mini-Tutorial auf hier diese Hunter. Waren es Hunter oder waren es die Läufer? Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Kommt beim Spielen. Gucken wir sie uns an. Diese Biester. Schnell. Schnell und gefährlich. Besonders in der Masse. Die können die ziemlich unangenehm werden. Man kann es so erkennen, ihr habt ja rechts die Waffe dran. Vorne normal der Kopf, bla 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 bla. Und oben. Oben sieht ihr diesen komischen Kanister. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Treibstofftank ist. Auf jeden Fall, wenn ihr drauf schießt, macht es großes Bumm. Und das wollen wir. Wir können jetzt natürlich auch frei voll reinballern und es würde uns nichts bringen. Deswegen müsst ihr immer quasi auf die Schwachstellen schießen, um wirklich effektiv zu sein. Das war halt meiner Meinung nach jetzt wirklich ganz easy. Das hat jetzt gar kein Problem gemacht. 2 Schuss. Einfach den Tank weggeschossen. Hätten wir jetzt natürlich einfach das Feuer wahllos eröffnet, dann wären wir nicht mal im geringsten so weit gekommen. Ach, oh. Mir fehlen noch die Medikits. Die brauche ich noch auf meine Leiste hier. So. Dass wir healen können. Das ist wichtig. Und ich muss jetzt auch selber darauf achten, wie gesagt, das erste, ich spiele es jetzt erstmal wirklich auf Guerilla, sonst sage ich immer einfach nur, naja, normal gibt's nicht, ist Abenteurer was auch nicht, wie es auch immer heißt, sagen wir mal Standard, und da war alles so ein bisschen gebalanced zwischen Erkundung und den Kämpfen. Erkundung ist ein großes Thema in diesem Spiel, wir werden sehr, sehr, sehr viel erkunden müssen, da wir auch unsere Ausrüstung finden wollen oder ich so viel Ausrüstung wie möglich finden will. Ich will jetzt nicht Ewigkeiten mit Pistolen hier rumrennen. Und ähnliches. Sobald wir die erste Automatikwaffe haben, macht es uns das Leben deutlich einfacher. So, unser nächstes Sprungziel ist die Kirche. Wir haben ja jetzt hier gerade eine Aufnahme von einem Kind gehabt, möchte ich meinen, ist es? Oder ein Teenager? Whatever. Hat sich in der Kirche versteckt, nachdem hier alles im Bach runterging. Und da wollen wir jetzt hin. Gleichen uns wieder ein bisschen an. In Deckung gehen. Ah, die Treffer tun weh. Müssen die Waffe wechseln. Einfach nur um. Geht ihr, wenn er jetzt wirklich nur wahllos schießt? Gibt es keinen Schaden. Einfach nur wahllos reinballern. Natürlich. Irgendwann trefft ihr die Komponente. Aber so. Ich glaube, die gezielten Schüsse sind schon wirklich sehr essentiell. Machen wir uns mal ein bisschen schneller, oder? Ja. Doch, machen wir uns mal ein bisschen schneller hier auf dem Weg. Zwar ankommen, bevor es hell wird. Einfach nur, dass wir dann im weiteren Fortschritt noch das gute Wetter mitnehmen können. Die Dunkelheit jetzt Auswirkungen auf die Bots hat, kann ich euch so nicht erzählen. Das weiß ich nicht. Habe ich so noch nicht herausgefunden. Ich finde, jetzt vom eigenen Spielgefühl her sind die immer, haben die immer die gleiche Aufmerksamkeit. Alles looten, alles durchsuchen. Es gibt auch spezielle Kleidungsstücke, mit denen ihr eure Stats ein bisschen aufbügeln könnt. Wie jetzt zum Beispiel ganz simpel Resistenz gegen Explosion oder einfach gegen Geschosse.
jeglichen Krempel, also Gifte, Gasangriffe. Ah, ne, Gifte gibt's nicht, nur Gas. Stimmt. So eine Sachen halt. Jetzt müssen wir hier runter in die Kirche. Und da sehen wir sie natürlich schon wieder. Ich weiß auch nicht, meine Empfindlichkeit. Also wenn ich normal spiele. Ich mache jetzt mal die. Ach Gott. Also wenn ich reinzoome mit Scopes oder ähnliches, ist es so unnormal empfindlich. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann es auch nicht umändern. Also die Zielempfindlichkeit ist das Niedrigste, was ich einstellen kann. Zum Thema Trefferwirkung. Zum Thema Trefferwirkung, je mehr Funken eure Treffer sprühen und wenn die dann im günstigsten Fall auch noch bläulich sind, macht ihr den maximalen Schaden. In dem Falle, mehr ist besser. Schönes Hüpffeuer, easy going. Der ist natürlich am Ende. Treffer gehen echt rein, ne? Und Stellungswechsel auch sehr gut. Wenn die sich auf eine Seite eingeschossen haben, könnt ihr die schön verarschen. Aber wir werden auch noch Fallen stellen und so eine Sache. Ich habe mir da so richtig lustige Sachen ausgedacht. Wir haben mal so testen müssen, ob wir die Viecher mal so richtig verarschen können. Wunderbar, weg damit. Die haben auch richtig geile Nahkampf-Moves drauf, ne? Nicht zu unterschätzen. So. Ende Banane. Ich muss sagen, ich finde es echt sportlich auf der Schwierigkeitsstufe. Da ist noch einer. Runner heißen die, glaube ich. Frage ist nur, wo kommt der her? Und warum ist es schon ein T2 Runner? Das ist kein Prototyp. Die Gelben sind Prototypen. Alles, was grün ist, ist militärische Ausführung. Und dann gibt es noch andere Sachen. So. Ist das schon mal verlangsamt? Ja, seht ihr den Unterschied, wenn der Qualm nachlässt? Jetzt schon? Alter, das ist ja übel. Ich kann euch jetzt mit den 4 Kills nicht diese Region schon so gelevelt haben. Ihr könnt auch die Region leveln. Dann spawnen in gewissen Bezirken, beziehungsweise in diesen Regionen hier alles umrandete, stärkere Gegner. Diese Stats könnt ihr wieder glatt bügeln, indem ihr gewisse hier sogenannte Rivalen aufspürt und die dann halt vernichtet. Rivalen sind eigentlich gleichzuziehen mit Minibosse. Na, die haben dann halt einen Titel, die stöbern irgendwo rum, werden auf der Karte, glaube ich, sogar angezeigt. Und dann könnt ihr die einfach absnacken. Beziehungsweise könnt ihr euch die. Ja, soll ich sagen, absnacken ist falsch. Na, ihr spürt die oft, macht sie fertig und dann ist alles gut und schön, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Ich will das Spiel quasi in Anführungsstrichen auf Hardcore spielen. Das heißt. Wenn ihr jetzt auch DLCs gekauft habt, habt ihr quasi schon fast alle Waffen im Case. Das will ich jetzt bestmöglich vermeiden, weil das halt das Spiel kaputt macht. Und ich weiß, ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Sachen aus der Kiste vernichten. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die ganzen Sachen löschen kann, um die einfach mal rauszunehmen. Es wird ein bisschen schwierig. Ich habe auch vorher meine ganzen privaten Profile, die ich jetzt so gedacht habe, ich habe die Profile gelöscht, ich habe die Charaktere gelöscht, aber ich habe trotzdem, Kisten sind immer noch voll. Finde ich ein bisschen ärgerlich, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Man kann nicht in einem. Ja gut, ich könnte jetzt das einfach fallen lassen. Und dann weiß ich, was ich offline zu tun habe, wenn wir mit der Folge hier durch sind. Cool, wir gehen erstmal hoch. Quatschen die an. Riechen hier durch. Oh, Workbench.
Sie lebt noch, aber verwundet. Anquatschen. First Aid Kit. Ja, Walkie-Talkie, her damit. Müssen wir nochmal raus zu ihrem Fahrrad. Warum habe ich jetzt den Walkie? Habe ich jetzt den Walkie-Talkie schon? Auch egal. Müssen wir mal eben raus. Ah, okay, jetzt funktioniert's. Da. Ist alles für ein Medikit. Ist auch ein sehr wichtiges Rezept, das können wir auch sehr gut gebrauchen. Wo haben wir's? Siehst du, auch die Rezepte sind, das ist alles zurückgesetzt, aber meine Kiste ist immer noch voll. Deswegen habe ich auch so viele Materialien. Also ich sag mal so, machen wir hier eine, quasi so eine Kommentarabstimmung. Zwei Möglichkeiten. Abstimmung 1 ist, alles so beibehalten, nur die Waffen rausschmeißen. Oder scheißegal. Also Munition will ich jetzt liegen lassen. Verbrauchsmaterial will ich auch liegen lassen. Wenn wir die Rezepte nicht haben, können wir eh nichts machen. Also wir müssen erst die Waffe finden, beziehungsweise den Gegenstand, und dann können wir den auch craften. Also der Kompromiss, wenigstens alle Waffen wegschmeißen. Oder Funktion 2, nichts wegschmeißen. Oder wirklich hardcore-mäßig, sagen wir doch Funktion 3, alles wegfeuern. In die Kommentare, wie es euch am liebsten wäre. Gut, schauen wir weiter. Wir müssen jetzt zum nächsten Zielbereich. Was haben wir da? Ist jetzt der Bauernhof. Warum nochmal der Bauernhof? Was war denn da? Haben wir wenigstens schon ein bisschen 9mm? Jawohl, haben wir. Dass wir uns jetzt wenigstens ein bisschen aktiver werden können. Gab's doch auch schon die Fahrradstation. Wo man schon Fahrrad nutzen, wäre ja schon ziemlich geil. Hier ist auch der Jäger. Ne, wir müssen erstmal zum Jäger hoch. Warum? Ist eigentlich recht einfach. So. Wohin? Wohin? Dahin. Warum zum Jäger? Das liegt quasi auf der Hand. Der Jäger hat natürlich ein Scharfschützgewehr. Was uns sehr bekannt vorkommen, also was den Leuten sehr bekannt vorkommen wird, die auch Call of the Wild gespielt haben. Das braucht man natürlich. Das Gelände, ne? Ist natürlich maximal unwegsam. Ich hätte auf die Straße fahren können. Wäre ich mit dem Bike ein bisschen schneller gewesen. Ah, wir kommen ja gleich zur Straße. Wenn wir mal durch die Busche mieken. Oder wenn man hier so jetzt wirklich so durch die Wälder so streift, das hat einfach Call of the Wild Charakteristik. Fand ich so geil. Ja, wir kriechen mal so schnell auf die Straße drauf. Dann sind wir auch fixer unterwegs. Im Grunde versuchen wir jetzt hier erstmal herauszufinden, warum und woher diese verdammten Maschinen kommen. Und die Leute terrorisieren, beziehungsweise terrorisieren ist ja noch deutlich untertrieben. Ich meine, die haben ja alles in Schutt und Asche gelegt teilweise. Alles abgemurkst, vom Militär bis zum zivilen Leben, alles. Das ist dann natürlich schon recht übel. Kann ich vom Fahrrad schießen? Nee. Übrigens das erste Mal, dass ich das Fahrrad benutze, sonst würde ich alles per Fuß gehen. Ich tue euch da mal einen Gefallen und mache nicht alles per Fuß. Sonst würde es hier noch ewig lange dauern. Oh, und da haben wir schon wieder Runner. 1, 2. Würde sie so gerne markieren, ne? Gucken, ob ich mich reinschleichen kann. Dann kann ich sie locker easy vom Dach knipsen. Also vom Dach aus abknipsen mit der Knifte. Oder ich lenke sie ab mit Feuerwerkskörper, das geht natürlich auch. Dass ich jetzt erst darauf komme. Dafür muss ich aber erstmal wissen, wo die alle sind.
natürlich. Einer sieht mich immer. Brett auf. Und rein. Da ist sie. Guck mal, sonst gleich mal ein bisschen genauer an und dann werdet ihr sofort Call of the Wild Flashbacks haben. Auch mit der passenden Munition. 243er. Ist alles bekannt. Muss ich gleich mal ausrüsten hier. Das habt ihr alles schon mal gesehen, das kennt ihr. Mega geil. Ich hab's echt mega gefeiert. Jetzt nochmal eine Scope gefunden. Ja. Zweimal das gleiche, 1 zu 4. Dope. Die Viecher kommen natürlich nicht rein, solange die Tür zu ist. Ganz klar, ne? Das sind jetzt auch keine... Was ist das denn? Gibt es neue Sammelgegenstände? Ein sehr sättigendes schwedisches Gebäck. Ah, Weltgesundheit wieder. Hm, okay, gut zu wissen. So, wir sind jetzt geflohen, weil die Biester uns nicht gefunden haben. Uns nicht scannen konnten. Na, das haben wir gleich. Oh, war die Leiche. Das war schlecht. Typisch für so eine Faustwaffe ist natürlich maximal unpräzise. Gerade wenn es ist ja... Du hast ja hier auch noch die Waffen in Sterne kategorisiert, ne? Also ist quasi die Qualität von 1 bis 6 müsste das sein. 6 war aber experimentell. Die muss man dann natürlich auch erstmal finden und sind natürlich maximal selten. Aber das bekommen wir hin. Finden wir schon. So, hier haben wir jetzt Munition. Genau, da haben wir sie. Natürlich auch immer ordentlich 9mm dabei. Basteln wir die Knifte mal zusammen. Ergänzungen, dann könnt ihr jeglichen Krempel ranschrauben. Sie so findet, wenn es dann natürlich auch passt. Mir fällt ein, jetzt habe ich erstmal die Pistole rausgeschmissen. Mir fällt ein, ich habe ja noch einen Schalldämpfer. Den haben wir ja mit aufs Dach gefunden, wo auch die Pistole lag. Da haben wir einen schönen Schalldämpfer drauf. Mal kurz demonstriert. Auch die Attachments haben verschiedene Qualitätsstufen und damit natürlich auch bessere oder schlechtere Stats. So, das ist ein Scope. Level 1 Scope. Macht sich minimal bemerkbar, dass es kaputt ist. Und bei mir flattert es auch beim so ein bisschen. Seht ihr das? So ein bisschen hackt. Zack, die irgendwas stimmt mit der Steuerung nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Kennt jemand das Problem, dass das Fahnenkreuz manchmal so ein bisschen hin und her wabbelt? Oder eventuell, dass die Empfindlichkeit wirklich übertrieben ist? Gerne die Infos an mich. Ich habe so noch keine keine Möglichkeiten gesehen oder gelesen, diese Fehler zu beheben. Leider. Gut, wir fahren hier den Weg lang wieder zurück. Jetzt können wir Bauernhof klar machen. Gleich erstmal abgelegt hier. Das Fahrrad, wie das da hinten umherklappert. Geil. Versuchen wir hier natürlich einen präzisen. Na, ihr kennt doch hier. Und doch alles immer schön rangeschlichen an die Biester. Und an so einem schönen Fuchs. Immer. Da erinnere ich mich gerne dran. Das, was fehlt, ist Pfeifen. Das wird die Viecher anlocken. Das wäre noch Porno. Jetzt gibt's eine. Dröhnen musstet. Uah. Ich mich erschrocken gerade. Sorry. Ist mir ja glatt ein bisschen unangenehm. Das ist auch krass. Fällt mir auch so ein, das erste Mal gezockt. Man ist ja nur, wenn man schon ein paar Jährchen gezockt hat, ist man ja schon viele Sachen gewohnt. Also Dinge, die einen jetzt nicht mal so schocken. Zombies, Monster, Blut. Hier und da ist man ja alles gewohnt. Also das schreckt ja einen auch nicht mehr so ab. Aber ich habe mich bei diesem Spiel beim ersten Mal zocken
so oft und so krass erschrocken, weil es einfach ein ganz anderes Genre ist. Das unterschätzt man. Dieses Maschinengenre, das ist schon anders gruselig und auch anders unangenehm. Geil. Packt mich immer noch. Bin ja schon wieder hyped hier. Folgenlänge, keine Ahnung. Sagen wir mal 30 bis 45 Minuten. Wenn es dann mal heißt Überlänge, geht's in die Stunde rein. Sieht doch geil aus, ne? Die haben natürlich auch die ganzen Lichtbrüche bzw. die gleichen Lichteinstellungen genommen wie bei Call of the Wild. Ne? Er sieht einfach nur geil aus. Unnormal. Unser Char hechelt sich natürlich ordentlich ein ab, weil er ständig sprinten muss. Unser Char, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Jetzt könnte er natürlich wie wild drauf los leveln. Selbstverständlich. Aber kleiner Tipp. Schaut euch erstmal alles an. Und dann wägt ab, was für euch früher in Frage kommen sollte. Natürlich ist natürlich nochmal unterteilt, die Kampfversorgung, Überleben, Technik, etc. Ja, was auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist, ist Schlösser knacken. Es gibt viele Sachen, die ihr jetzt einfach mal aufbrechen könnt für deutlich besseren Loot. Bloß nicht unterschätzen. Braucht ihr also 2 Fähigkeitspunkte für, um da hinzukommen. Werde ich jetzt dieses Mal auch als allererstes machen. Sonst bin ich immer gleich auf Nachladegeschwindigkeit gegangen oder so. Diesmal mache ich es anders. Einfach auch, um zu sehen, ob das für mich persönlich jetzt besser funktioniert. Und es gibt hier, ich weiß nicht mehr wo, einen Bunker. Weiß nicht, ist der hier auf der Spitze? In diesem Startgebiet kann man schon einen Haufen Waffen finden. Auch schon MPs und Vollautomatik, ja, doch. MPs, Vollautomatikgewehre und ähnliches. Problem an der Sache ist, man muss wissen, wo die sind. Es gibt Spots, da spawnt dieser ganze Krempel immer. Wie zum Beispiel im Startgelände die Cloak. Die spawnt dort auch immer. Auch hier gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Oder ihr müsst euch eher auf Random Loot beziehen. Was aber auch sehr gut geht. Da kann man sich nicht beschweren. Die Karte ist auch grob in Sektoren. Man kann diese Karte auch grob in Level-Sektoren unterteilen. Das zeige ich euch gleich nach dem Byte hier. Die nehmen wir mit, weil je schneller wir leveln, desto besser für uns. So, wir haben noch ihm hier. Die stehen schön zusammen. Vielleicht kriegen wir beide gleichzeitig weg. Optimal. Ah, Hohlspitzmoon. Blei. Wo? Oh, warum? Wo sind wir jetzt in den Kampf beigetreten? Wir gehen mal zu Fuß weiter. Dem einfachen Grund, dass wir, wenn wir wirklich, wie gesagt, zu Fuß weitergehen, nehmen wir deutlich mehr wahr. Da haben wir wieder so eine kleine Kriechspinne. Seht ihr das? Dieses Glitschen von dem Bahnkreuz? Das ist sehr unangenehm. Aber man kann auch viel Munition reinbuttern, wenn man nicht richtig trifft. Übel. Das gilt natürlich zu vermeiden. Da hinten sind natürlich auch noch viel mehr. Ich habe 3 von diesen Spinnviechern gesehen. Wo? Oh. Ah, du zeig dich schon. War noch safe 3. Ich hab mich doch nicht verzählt, oder? Nichts. Immer schön gucken, schön looten. Alles mitnehmen. Jawohl, Moon. Nur einer rum.
Suche spielt die Musik. Hoffentlich kein Copyright-Shit. Jetzt haben wir ein Problem. Oder ich. Im Fallschlag. What? They're distracted. By a radio. Wow, that's so great. So, let's keep an eye out for anything that makes noise. Haben wir explosive Fässer? Geh schon. Wir wissen nicht, wo wir sind. Zwei sind da nur? Ist ja ungewöhnlich. Easy. Auf immer so Radio aus. Ist ja interessant. Bin hier an der Holzfäller-Baracke. Gehen wir gleich mal rein. Irgendwann werde ich hier auch den ersten Cut machen. Hier gibt es was zu lesen. Hm, sexy. Pink-weiß. Genau meine Farbe. Oh. Sammelgegenstand. Hätte ich fast übersehen. Gut. Sind wir jetzt hier in der Baracke? Wo sollen wir denn als nächstes hin? Das wäre jetzt die nächste. Ich glaube, das ist ein Bauerngelände hier. Genau, das ist ein etwas größerer Bauernhof mit richtig viel Schätze looten. Und da werden wir uns dann in der nächsten Folge hinbegeben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch für dieses Projekt ein bisschen abholen, auch wenn wir jetzt ein bisschen wieder viel quatschen, wieder was Neues. Schauen wir mal. Und ich hoffe, ich kann euch hier abholen. Bis daher, liken, wenn es euch gefallen hat. Ein Kommentar für Verbesserungen. Vergisst nicht die Abfrage mit meiner Vorratskiste, ob wir die Waffen rausschmeißen, ob wir alles rausschmeißen. Oder, keine Ahnung, scheißegal, ich nehme einfach gleich den Heilut und dann machen wir hier richtig einen Reibach. Es liegt in eurer Hand. Ja, mir sind alle drei Varianten egal. Ihr entscheidet. Gibt es nur einen Kommentar, wird es so gemacht, wie der eine sagt. Gibt es mehrere, entscheidet die Mehrheit, so wie wir das hier so wollen. Und ja, reingehauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.